Ihr wisst es, am Wochenende schauen wir rein, was uns kommende Woche so auf Netflix erwartet. In Kalenderwoche 23 vom 3. bis zum 9. Juni gibt es wieder 10 Originals, die Netflix rausbringt, die keine Stand-Up-Comedies oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden veröffentlichen. Darunter einige coole Highlights. Designated Survivor geht weiter, Black Mirror geht weiter und eine sehr coole Kochsendung mit Jon Favreau, aber dazu gleich mehr. Denn wir haben auch wieder 3 lizenzierte Streifen, die rauskommen, die keine Originals sind kommende Woche, nämlich ab dem 3. Juni, also direkt Montag, startet voll normal. Wer sich an den Film noch erinnert, auf Netflix anschaubar. Einen Tag später, am 4. Juni, folgt Unbesiegbar und am 6. Juni dann am Donnerstag gibt es noch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Gar nicht so alt der Film, vielleicht so 2, maximal 3 Jahre. Und dann wechseln wir rüber zu den Originals, weil direkt am Mittwoch, 5. Juni, startet die 5. Staffel von Black Mirror. Und wer Black Mirror, die abgefahrenen Geschichten mit ihren eigenen Twists und auch zuletzt die interaktive Version Bandersnatch sehr mochte, kann sich eben hier auch auf eine 5. Staffel Freunde, da gibt es eh eine große Fangemeinde, also Black Mirror ab kommenden Mittwoch in der 5. Staffel auf Netflix. Am gleichen Tag startet noch Happy, die Comedy-Serie in der 2. Staffel. Darin geht es um einen Ex-Cop, der dem Alkohol zugetan ist, und einem Auftragskiller, die einst von einem Einhorn in Cartoon-Form aufgesucht wurden, um ein Mädchen zu retten, das vom Weihnachtsmann entführt wurde. In der 2. Staffel geht es weiter, immer noch total freakiger Trailer. Dieses Mal geht es darum zu sagen, make Easter great again. Es geht um das Osterfest und ja, so verrückt wie es klingt, schaut euch mal den Trailer an. Und die große Armada kommt dann wie oft so oft am Freitag raus. Am 7. Juni startet unter anderem die brasilianische Fantasy-Serie 3% in der 3. Staffel. Darin geht es um 3%, die im Wohlstand leben. Der Rest lebt in Slums und die Chance, wie man dem entkommen kann. Das bedeutet aber auch Intrigen und Co. Hier also in der 3. Staffel. Dann startet die Miniserie Stadtgeschichten, eine Dramaserie nach Buchvorlage. Eine Laura Linney mit dabei, eine Ellen Page unter anderem in dieser Miniserie. Und darin geht es um Mary Ann Singleton, die nach San Francisco zurückkehrt. Eine Straße, die sehr bekannt ist. Es geht um die Vergangenheit, es geht um Heimat, es geht um Familie. Und der Trailer sieht soweit ganz gut aus. Die Musik ist mir aber für meinen Geschmack hart zu überdominant. Dann startet für alle Designated Survivor-Fans die 3. Staffel, die einzige Geschichte von einem Bombenattentat oder einem Anschlag und die ganze Armada runter, wenn der US-Präsident dabei stirbt, wer der Nächste in der Rangordnung ist, hat er einmal für richtig Spannung gesorgt. Ich habe die 1. Staffel, glaube ich, leider nicht mal ganz zu Ende geschaut, aber ich weiß gar nicht, warum, weil einfach so viel dazwischen kam. Hier für Fans zumindest dann die 3. Staffel von Designated Survivor. Dann startet, habe ich am Anfang kurz erwähnt, The Chef Show, eine Doku-Serie in der 1. Staffel mit Jon Favreau. Jon Favreau ist ein unglaublich guter Regisseur, hat Iron Man 1 und 2 gemacht, hat Kiss the Cook gemacht, hat The Jungle Book gemacht, bringt dieses Jahr König der Löwen in die Kinos, die Realversion von Disney. Er sieht auch Schauspieler, hat in Kiss the Cook auch gezeigt, wie sehr er unter anderem Essen liebt und zusammen mit Star-Köchen begibt er sich in die kulinarischen Welten, hat dabei auch krasse Stargäste. Im Trailer allein ist ein Tom Holland dabei, eine Gwyneth Paltrow und Robert Downey Jr. und Robert Rodriguez, habe ich total Bock drauf und will ich sehen. Dann startet für Kinder noch Pachamama. Darin geht es um eine Statue, die in einem Dorf in den Anden gestohlen wird und um einen jungen Helden, der davon träumt, Schamane zu werden und beschließt, diese Statue zurückzuholen. Der Film bzw. Trailer hat gezeigt, dass es ein ganz eigener Look ist, so ein Mix aus gezeichnet und fast mosaikartig. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann startet noch für die ganz, ganz Kleinen, glaube ich, die Supermonster mit der Unterreihe und ihre Monstertiere. Dieses Mal geht es um die Monsterhaus. Haustiere und ihre Abenteuer. Und wir hätten noch eine Doku und einen Film im Angebot. Unter anderem The Godfather of Black Music, eine Doku rund um den Musikmanager Clarence Arvind, der hier porträtiert wird, unter anderem von bekannten Musikern, auch US-Präsidenten, ob ein Bill Clinton oder einen Barack Obama. Die kommen allein schon im Trailer drin vor. Es geht um schwarze Geschichte, es geht um Kultur, es geht um Musik, es geht um Politik, es geht um das Showbusiness. Trailer sieht ganz gut aus zu The Godfather of Black Music. Und das Ganze wird abgerundet durch das spanische Biopic Eliza oder Elisa und Marcella. Darin geht es um Elisa Sanchez Loriga, die im Jahr 1901 sich in Spanien als Mann ausgibt, um ihre Geliebte heiraten zu dürfen. Der Schwarz-Weiß-Trailer sieht auch ganz gut aus, deswegen ich sagen muss, eine gute Qualität, die Netflix hier kommende Woche abliefern. Aber The Chef Show, Designated Survivor Staffel 3 und Black Mirror in der 5. Staffel sind die Dinge, die ich hier highlighten würde. Ich hoffe, das ist dabei, wo ihr sagt, oh, möchte ich mir gerne ansehen, das soll ja Sinn dieses Formats sein. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.